Hi und hallo und herzlich willkommen bei Die Neuen von damals, präsentiert von Das Weltauto. Heute kümmern wir uns um den Vater aller europäischen Lifestyle-Pickups. Als VW 2010 das Parkett der Pickups das erste Mal betreten hat, war das Segment im Grunde voll und ganz in Arbeiterhand. Der Amarok ist, natürlich ausstattungsabhängig, ein absoluter Premium-Geländewagen mit riesiger Ladefläche. VW-typisch hat der Amarok ganz feine Manieren, fährt sich trotz Starrachse nicht wie ein Lastesel, sondern eher wie ein Lipizzaner. Ganz PKW-like. Motorenseitig hat man die Qual der Wahl. Der Einstiegsmotor ist eher für Pragmatiker besser und meine Empfehlung ist eher der stärkere Vierzylinder mit bis zu 180 PS. Genug Drehmoment für schwere Anhänger haben aber im Grunde alle Motoren. Vorteilhaft ist der Allradantrieb, der echte Geländetalente mit sich bringt. Hubraumliebhaber und Connoisseure vibrationsarmer Aggregate kommen ab 2016 voll auf ihre Kosten, denn ab da gibt es den Amarok auch mit dem grandiosen V6 Diesel. Preislich beginnen gute Varianten als Gebrauchte mit weniger als 100.000 Kilometer bei etwa 22.000 Euro. Klar gibt es aber auch nach unten und nach oben Unterschiede. Ausrangierte Arbeitstiere kosten deutlich weniger, Luxusversionen mit V6-Motor natürlich mehr.